ein neues Wanderpaket. Anka, ist es dein Ernst? Ja, es ist mein Ernst. Let's go! Hey, liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ankas Geblubber. Ein neues Wanderpaket. Yippie, yay, yay. Es ist zurück aus Staffel Nummer 1 und es wird Zeit, dass ich euch endlich hier auf YouTube davon berichte. Ja, ich weiß, ich bin die Queen der Wanderpakete. Unzählige meiner Wanderpakete drehen aktuell noch ihre Runden und das ist auch gut so. Warum jetzt ein weiteres dazugekommen ist, muss ich euch etwas ausführlicher erklären. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Charity-Wanderpaket. Auf die Idee gekommen bin gar nicht ich selbst, sondern die liebe Edda. Ich werde euch ihren Kanal mal in der Videobeschreibung verlinken. Geht alle mal bei ihr vorbei, schickt liebe Grüße, guckt mal, was sie so treibt. Sie ist im Bereich Beauty unterwegs. Und deswegen ist das erste Wanderpaket oder die erste Staffel auch relativ beauty-lastig geworden. Also, Edda weiß, dass ich mich ehrenamtlich für Moppelhoppel engagiere. Und sie hat gedacht, Mensch Anka, wie wär's, wenn wir da mal eine Charity-Aktion starten? Wenn wir ein Wanderpaket starten, sie packt Sachen rein, die sie mir zur Verfügung stellt. Und es soll dann wie so ein Flohmarktpaket laufen. Die Leute können sich Sachen rausnehmen und überweisen dafür einen Betrag ihrer Wahl, einen Spendenbetrag an Moppelhoppel. Gesagt, getan. Ich fand die Idee großartig. Wir haben sie noch ein bisschen aufgepimpt und Edda hat mir wirklich ein tolles Paket voller spannender Beauty-Artikel zur Verfügung gestellt, die sich fast alle schon in diesem Paket befinden, wollte ich schon sagen, befanden mittlerweile. Und ich habe dann noch mit weiteren Produkten, Dingen, Artikeln aufgefüllt, zum Großteil auch mit Büchern, weil wenn ich ein Wanderpaket losschicke, dann dürfen da auch ganz gern ein paar Bücher mit dabei sein. Und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Jeder, der an diesem Paket teilnehmen möchte, meldet sich über das in der Videobeschreibung verlinkte Kontaktformular an. Ihr bekommt dann irgendwann eine Nachricht von mir und bekommt dann dieses Paket zugeschickt. Ihr könnt dann dieses Paket durchstöbern und die Sachen, die euch gefallen, dürft ihr gern behalten. Dafür spendet ihr dann einen von euch ausgesuchten Betrag an Moppelhoppel. Moppelhoppel ist eine Tierauffangstation und ein Lebenshof hier im Süden in der Nähe von Göppingen. Ich bin mindestens einmal pro Woche selbst vor Ort auf dem Hof und unterstütze Moppelhoppel mit ehrenamtlicher Arbeit. Ihr wisst es wahrscheinlich, ne? Aber für diejenigen, die neu hierher gekommen sind, hallo an euch, das als kurzes Intro dazu. So, und dann packt ihr das Paket wieder zusammen. Ihr dürft gern mit Flohmarktartikeln, mit gut erhaltenen Flohmarktartikeln auffüllen, müsst es aber nicht. Ihr bekommt von mir die nächste Adresse und schickt das Paket dann einfach an die nächste Person, die das Paket empfangen soll. Ich handhabe das dann so wie bei meinen anderen Wanderpaketen. Nach 7 Stationen kommt das Paket zu mir zurück. Ich sichte den Inhalt, tausch aus, füll auf und schau auch mal, ob für mich vielleicht etwas dabei ist. Alles, was ich für mich persönlich rausnehme, werde ich natürlich auch bezahlen. Dafür werde ich ebenfalls eine Spende überweisen. Oder ich mache mal einen Großeinkauf mit Grünfutter oder was halt gerade so benötigt wird. Ja. Und der Inhalt des Pakets ist eigentlich angeglichen an meine All-In-Pakete. Es darf alles rein ins Paket. Alles, was noch gut erhalten ist, was nicht irgendwie abgelaufen ist. Ja, und dann kann man sich rausnehmen, was man eben möchte, was einem gefällt. Was haltet ihr von der Idee? Seid ihr auch so begeistert, wie ich es bin? Also ein ganz großes Dankeschön geht raus an die liebe Edda. Danke für die Idee und danke, dass du uns die Sachen zur Verfügung gestellt hast. Danke auch im Namen von Moppelhoppel, denn wir können das Geld wirklich gut gebrauchen. Ich meine, wer sich in Tierschutz so ein bisschen auskennt, der weiß, in welcher Situation wir gerade sind. Ich meine, wir alle müssen aktuell sehr doll aufs Geld gucken. Und ihr könnt euch vorstellen, dass darunter die Vereine, die Tierschutzvereine, besonders leiden, die eben auf Spenden angewiesen sind. Die Spenden werden weniger, die Spenden werden kleiner und die Tiere bei uns werden eigentlich immer mehr, weil die Leute auch anfangen, ihre Tiere abzugeben. Über die aktuelle Situation bei uns, bei Moppelhoppel oder generell im Tierschutz, kann ich gern mal ein separates Video machen, wenn ihr da Interesse dran habt. Wenn ihr auch Fragen habt, stellt sie mir gern. Ansonsten nehme ich euch vielleicht mal mit zu Moppelhoppel. Vielleicht kann ich ja auch mit der lieben Silke, Silke guckst du zu, wenn ja, liebe Grüße an dich, mal mit ihr quatschen und nehme die Kamera mit, wenn das für sie okay ist. Sie ist absolute Expertin und kann da eure Fragen beantworten und kann natürlich auch tiefere Einblicke geben in die aktuelle Situation. So,
Also, ich würde sagen, wir werfen jetzt mal gemeinsam einen Blick ins Paket und gucken mal, was sich darin so Schönes befindet. Ich bin happy, dass alles hier gut verpackt ist und dass hoffentlich somit auch nichts kaputt gegangen ist, ne? Gucken wir mal. Also auch hier habe ich wieder ein kleines Büchlein, kleines Notizheft beigelegt, in das sich jeder eintragen kann, der dieses Paket erhält. Und hier stehen auch nochmal alle Hinweise drin, die man benötigt. Und es gibt eine kleine Anleitung. So, das legen wir mal auf die Seite. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Das sieht ja niedlich aus. Könnt ihr schon was erkennen? Also ich erkenne da einen kleinen Schneemann. Haben wir hier einen Dekoartikel. Was? Oh, schaut mal. Ach, ist das niedlich. Wir haben hier einen Adventskalender. Oha, was für eine super süße Idee. Ich baue den mal eben zusammen. Oh Gott. Oh nein. Ist das niedlich. Oh je. Wir haben hier dann so kleine Türchen, so kleine Schubladen, die man aufziehen kann. Es passt nicht viel rein, aber es muss ja auch nicht immer viel drin sein, ne? Wow, so was Schönes. Passend jetzt gerade absolut. Wir starten in 2 Wochen. In 1,5 Wochen? Oh Gott, nee, in 2 Wochen. Nächste Woche, nächstes Wochenende ist schon der erste Advent. Jetzt, wo ich dieses Video drehe. Krass. Okay, also. Ich bin kurz davor, den selbst zu behalten. Muss mir nur Gedanken machen, wie ich ihn füllen würde. Also jetzt nicht für mich, sondern mal zum Verschenken, zum Weggeben, um seine Liebsten damit zu überraschen. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich ihn behalte oder ob ich ihn nochmal weiter schicke. Aber der ist schön, oder? Wow, ich bin ganz verzaubert. So, dann haben wir hier 3 Nintendo DS-Spiele. Ja, ich habe kein Nintendo DS und die Spiele sind auch nichts für mich, aber es ist eine coole Idee. Also die wandern auf jeden Fall weiter. Dann, kommt raus hier, haben wir hier Buchstaben Ausstecherformen. Guckt mal, die habe ich ins Paket gelegt. Die dürfen somit nochmal eine Runde weiter wandern. Oh, was ist das denn? Ich sehe schon was ganz, ganz Spannendes. Aber erstmal ist diese Kiste hier dran. Was haben wir da Schönes drin? Okay, wir haben hier einmal Top Trumps von The Simpsons. Ist das irgendwie ein Kartenspiel oder sowas? Ich kann mit den Simpsons nicht so viel anfangen. Aber es gibt da sicherlich viele Fans von. Also zieht das so weiter. Dann haben wir hier, das ist noch von Edda drin, eine Kette mit Katzenanhänger. Und apropos Katze, wir haben hier, guck mal wie süß, das sind so Büroklammern in Katzenform. Eigentlich zuckersüß, aber kann ich nicht wirklich gebrauchen, deswegen schicke ich die einfach mal weiter. Dann haben wir hier, was bist du denn? Sticks to go, viel Spaß beim Probieren. So eine Packung. Die machen wir mal vorsichtig auf. Oh, was kommt da denn raus? Hinten steht drauf, kontrolliert Bio, controlled, staatliche Auszeichnung, Naturkosmetik. Aha, zertifizierte Biokosmetik, Austria, Klimabündnisbetrieb. Okay, das klingt sehr vielversprechend. Wow, was haben wir? Das sind so ganz viele Pröbchen, oder? Ganz viele kleine Pröbchen von einer Marke. Wir haben hier einmal Shea Butter. Wir haben, was bist du? Eine Gesichtscreme. Nochmal eine Tagescreme. Eine Body Cream mit Aloe Vera. Das finde ich ja toll. Hier haben wir einen Kartoffelfußbalsam. Das ist ja spannend. Ey Leute, das finde ich richtig cool. So kleine Pröbchen, um einfach mal zu probieren. Meins nehme ich mir raus und probiere ich gern aus. Cool, super, kommt auf die Seite. Dann haben wir hier, oh, wie schön. Eine schöne Kerze, könnt ihr sie erkennen? Ja, ein Kerzenglas mit Kerze drin. Sehr, sehr, sehr schön. Duftet auch ein bisschen. Ist das eine Duftkerze? Hör mal.
Ist gut zugebunden. Ich glaube, ich will sie nicht aufmachen. Ich habe aktuell genug Duftkerzen. Deshalb zieht die weiter. Dann haben wir hier super süße Servietten, passend zur Saison aktuell. Und einen Turnbeutel mit einem lustigen Spruch drauf. Manchmal bin ich ein bisschen jabba dabba du, bling bling, peng bam, boom. Aber sonst geht's. Finde ich süß, kann ich persönlich aber nicht gebrauchen. Ich hatte ihn reingelegt. Zieht nochmal weiter. Dann kommen wir mal zu dem, was ich gerade schon entdeckt habe. Das ist ja verrückt, das ist ja genial. Ja, genau sowas ist auch wunderbar in diesem Paket aufgehoben. Ich freue mich riesig darüber. Wir haben hier eine selbstgemachte Tasche, eine richtig große Shoppertasche. Und zwar in Jeans-Optik. Richtig mit aus Jeans-Stoff, aus alten Jeans-Hosen wahrscheinlich. Mega, also sowas ist super viel wert und von der Qualität meistens auch top. Also super vernäht hier und ein Unikat wahrscheinlich auch. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Brauche ich jetzt aktuell nicht, deswegen werde ich die Tasche wieder zurück ins Paket packen. Aber ich finde es toll, dass sie hier drin ist. Mega. Vielen, vielen Dank an diejenige, die die Tasche reingelegt hat. So, dann haben wir hier eine kleine Duftkerze. Schaut mal. Oh. Belgian Waffle. Waffle. Duftkerze. Das wird wahrscheinlich nicht so mein Duft sein. Ja, wobei es geht. Er ist schon okay. Aber nein, ich würde sie nicht anzünden oder nicht warmern, weil ich einfach kein Fan von solchen totalen Foodie-Düften bin. Die zieht weiter, aber toll. Duftkerzen sind in solchen Paketen ja sowieso immer gut aufgehoben. Dann sehe ich hier ein Buch. Ui, von Inni Lorenz. Die steinerne Schlange. Ein Roman. Kenne ich nichts. Ich habe auch noch nichts von Inni Lorenz gelesen. Ich habe ein Buch hier und zwar logischerweise das Buch von Inni Lorenz, die Wanderhure. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Das sieht gut aus, sieht auch sehr historisch aus. Wieder ein gewaltiges Epos in einer faszinierenden Epoche. Im Jahre des Herrn 213 kämpft eine mutige und selbstbewusste junge Frau am germanischen Limes gegen einen grausamen Feind. Sinnlich und dramatisch anrührend und spannend erzählen die Bestsellerautoren vom Schicksal der jungen Gerhild und eröffnen dem Leser gleichzeitig einen Einblick in eine faszinierende Epoche. Okay. Ist für mich nichts. Ich bin immer noch nicht im Genre der historischen Romane angekommen. Ich kann mich dafür noch nicht ganz so sehr begeistern. Kommt wahrscheinlich irgendwann noch. Aber so lange will ich nicht warten, deswegen zieht dieses Buch weiter. Ich muss mal fragen, ob vielleicht meine Mama da Lust drauf hat. Das werde ich mal machen. Ich nehme das Buch mal mit zu meiner Mama und frage, ob sie das vielleicht haben möchte. So, dann haben wir hier noch zwei Bücher, die ich reingelegt hatte. Zum einen ist das Schiffbruch mit Tiger und zum anderen Eine wie Alaska. Beide sind wieder angekommen, beide wandern wieder weiter. Aber die anderen Bücher, die ich reingelegt habe, sind raus. Sehr gut. So, was haben wir hier? Gut verpackt. Gut verpackt haben... Das ist ja auch süß. Ein Ice Cream Becher. Und zwar diesmal nicht aus Plastik, wie in meinem All-in-Wander-Paket, sondern aus Keramik. Ne? Und dazu haben wir hier auch, der ist rausgefallen, ein Löffel. Perfekt. Also richtig eine coole, schöne Idee. So ein bisschen nostalgisch, so ein bisschen retro. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber brauche ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das schicke ich nochmal eine Runde weiter. Vielleicht kommt es dann nochmal zu mir zurück, dann nehme ich es mir vielleicht raus, aber aktuell nicht. So, was bist du? Smart Juice Cup Fruits Shop. What? Ist da das drin, was ich denke, was drin ist? Aber wieso smart? Let me see. Wir haben hier, ungelogen, ein Smoothie Maker. Hier ist ein Smoothie Maker drin. Ja, Wahnsinn! Den habe ich aber nicht reingelegt. Sieht auch sehr, sehr, sehr gut aus. Und er funktioniert smart. Also,
hat hier so einen USB-Stecker. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber hey, why not? Das ist ja auch eine richtig coole Idee. Ich habe einen Smoothie Maker, so einen Mixer. Deswegen brauche ich den hier nicht. Aber ich habe vor einiger Zeit mal mit meiner Mama gesprochen. Die wollte so ein bisschen sich mal mit Smoothies ausprobieren. Und vielleicht wäre das ja einer für sie. Auch da frage ich mal nach. Ich kann auch noch nicht sagen, ob der Smoothie Maker in der nächsten Staffel nochmal mit dabei ist. Oder ob ich ihn für meine Mama rausnehme. Cool, Leute. Ihr seid ja echt Wahnsinn, super. Danke für die tollen Spenden, wirklich. Also sowohl Geld gespendet, als auch so tolle Sachspenden habt ihr hier reingepackt ins Paket. Ihr seid großartig. Danke, danke, danke für eure Unterstützung. So, ich habe viel von Beauty-Kram gesprochen, euch aber noch kein Beauty-Kram gezeigt. Der folgt jetzt. Ich vermute mal, wir haben jetzt noch zwei Boxen mit Beauty-Krams. Fangen wir mal mit dieser hier an. Zumindest hatte ich da, als die Staffel losging, Beauty-Kram reingelegt von Edda. Okay, Täschchen Nummer 1. What do we have? Wir haben hier einmal von Oh Yes eine Lippenpflege. Die ist ohne Mikroplastik, ohne Mineralöle, ohne Tierversuche. Werde ich mal scannen, ob das von den Inhaltsstoffen okay für mich ist. Falls ja, darf die Lippenpflege bei mir bleiben. Dann haben wir hier von Louis Widmer eine Creme Contour des Yeux, also eine Augencreme. Die wandert weiter. Dann High Volume Lippen Jelly von B. Routine wandert auch weiter. Dann haben wir hier, oh, den habe ich schon, von Mina haben wir einen braunen Eyeliner Pen. Habe ich schon, wandert deswegen weiter. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Dann von, lustig, hatte ich jetzt auch drin im All-in-Wander-Paket. Keine Beauty Mood Changing Lip Oil. Ist das ein Zeichen, dass es jetzt zweimal drin ist? Muss ich es mir mal rausnehmen? Aber ja, da war ich so ein bisschen skeptisch, ne? Weil da ist blaue Farbe abgebildet, kriegt man dann blaue Lippen. Ich glaube, ich will das nicht ausprobieren. Vielleicht ist da jemand von euch mutiger. Dann haben wir von Monoi de Tahiti oder so. Ach nee, das ist von Yves Roger, ne? Yves Roger, eine Handcreme. Müsste ich mal scannen, wenn die Inhaltsstoffe okay sind, darf die auch bleiben. Dann haben wir hier, was bist du? Essence Couldn't Care More, ein Brow Serum. So ein klares, ganz klar. Brauche ich nicht, ich habe ein Augenbrauenzeug, deswegen zieht das hier weiter. Wir bleiben beim Thema Augenbrauen. Brow Like a Boss, ein Ink Brow Gel. Das ist vielleicht auch nicht schlecht so in Kombination mit dem anderen hier, aber da ich ganz gut versorgt bin, können die Sachen weiterziehen. Dann haben wir hier noch von She Glam Skinny Brow Pencil. Nochmal was für die Augenbrauen. Und last but not least, was bist du? Argan Oil and Marula. Nourishing Hair Serum, ein Haarserum quasi, ein Haarölserum, whatever. Brauche ich nicht. Meine kurzen Haare brauchen keine gesonderte Pflege, deswegen zieht das weiter. Aber cool, spannende Produkte drin, oder? Was sagt ihr? Wer war es für euch dabei? Weiter geht's mit Tütchen Nummer 2. Auch hier haben wir nochmal Kosmetik drin. Und zwar einmal, oh ja, das hatte ich schon gesehen, von Laura Mercier. Ein loses Puder. Ich glaube, das ist eine sehr hochwertige Marke. Cool. Dann haben wir ein Thickening and Texturizing Balm für die Haare. So ein Haargel oder whatever. Das packt man sich, glaube ich, rein. Nachdem man irgendwie geduscht hat, die Haare gewaschen hat und dann kann das mit trocknen. Gibt vielleicht nochmal so ein bisschen Grip und Volumen. Brauche ich nicht. Dann Bump Eraser Body Scrub. Ein Body Scrub ist nichts für mich. Zieht auch weiter. Dann haben wir hier nochmal eine Eye Cream, die blendet. Eine Moisturizing Lotion.
Und was bist du? Alpaka-Cremeseife mit Shea Butter. Ist ganz süß verpackt hier. Guckt mal. Ja, das darf alles weiterziehen. Gut, weiter geht's. Was haben wir hier in dem Säckchen drin? Das ist... das ist so ein Haarband. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das finde ich eigentlich ganz süß. Ich muss mal gucken, ob ich Klamotten habe, die dazu passen. Aber hey, why not? Ich packe mir das mal auf die Seite. Muss ich mir noch überlegen, kann ich noch nicht fix sagen. Aber finde ich ganz niedlich. Weiter geht's mit einem Avocado-Beutel. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Was haben wir hier? Hier haben wir einmal von Sukin Detoxifying Facial Scrub. Ein Gesichtspeeling brauche ich nicht. Und was bist du? BHA Exfoliating Concentrate. Acid Rich, das ist auch nochmal was Peeling-mäßiges. So ein Säure-Dingens-Peeling. Nein, vor sowas habe ich erst recht Angst. Das zieht weiter. Ein Beutelchen haben wir hier noch. Und da befindet sich hier einmal, aus der My Little Box von My Little Beauty eine Mascara drin. Spannend, aber nichts für mich. Dann eine Renight Cream. Und, da mache ich ja sehr ungern Werbung für, eine Nivea Creme. So, und drei Sachen liegen hier noch lose drin. Das ist hier zum einen, was bist du? Eine Kapsel, Plump Lip Capsule Mask, eine Lippenmaske. Sieht gruselig aus, oder? Nichts für mich. Dann haben wir hier was für die Zähne. On the go, L-Max Schmerzlinderung, vielleicht auch so für schmerzempfindliche Zähne. Habe ich zum Glück kein Problem mit, deswegen wandert das weiter. Und von Sebamed haben wir eine feste Pflegedusche drin. Auch die darf nochmal weiter wandern. Alright, dann kommen wir zur letzten Box und werfen da auch noch einen fixen oder auch ausführlicheren Blick hinein. Was haben wir denn hier? Wir haben zum einen, die waren auch in der All-In-Box drin, All-In-Wanderpaket drin. Das sind die One Wipe Stand, diese Intimtücher. Ja, warum nicht? Ziehen auch nochmal weiter. Dann ganz schön wild verspielte Haarclips. Sieht so aus. Oh, das ist ja schon ziemlich eingerissen hier hinten. Hoppala. Okay. Kann ich jetzt nichts mit anfangen, aber vielleicht oder mit Sicherheit jemand anderes. Ist nur ärgerlich, dass die Verpackung hier so aufgerissen ist. Vielleicht werde ich das ein bisschen anders organisieren, damit es wieder ein bisschen ansprechender aussieht. Ich glaube, so machen wir das. Und dann haben wir hier Milchstraße Schaum- und Cremebad für Kinder von Kneipp. Finde ich süß, brauche ich aber nicht. Zieht weiter. Dann, schön, von Nature Box. Super, sehr gut verklebt, dass hier nichts ausläuft. Eine Körpermilch. Zieht weiter, finde ich super. Dann eine Gewürzmischung, so italienische Kräuter, lecker für italienisch, genau, so eine Gewürzzubereitung. Habe ich aktuell noch zu Genüge, deswegen darf das hier auch weiterziehen. Und ja, das ist nochmal von Edda, hatte ich reingelegt von Anfang an. Ich habe aus einem anderen Paket genau die gleichen von Calvin Klein, diese Portable Speaker, diese Bluetooth-Boxen-Dingens-Bummens da, Lautsprecher. Finde ich cool, finde ich super, super cool. Wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich sie mir nochmal rausnehmen. Jo, ihr Lieben, das ist der Inhalt, der nach der ersten Runde des Charity-Wanderpakets für Moppelhoppel wieder bei mir angekommen ist. Ich muss sagen, ich bin echt angetan. Gerade von den großen Sachen hier. Ihr habt da einen Smoothie-Maker reingelegt. Ihr habt den wunderschönen Adventskalender da reingelegt. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, was jetzt tatsächlich hier bleiben wird, was ich für mich persönlich rausnehme oder für meine Mama. Das werde ich dann bezahlen. Und dann werde ich das Paket wieder neu bestücken und ganz bald auf
Die Reise schicken in Staffel Nummer 2 und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Möchtet ihr dabei sein, dann ist die Anmeldung jetzt freigegeben. Ihr findet sie in der Videobeschreibung. Guckt da unbedingt vorbei, meldet euch an, wenn das Paket bei euch Halt machen soll. Ich sage jetzt vorab schon mal, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Die Spenden sind wirklich wunderbar aufgehoben. Wir machen das Allerbeste draus und sind auch mit Updates nicht zu knapp bemessen. Also wenn ihr hier bei Ankas Geblubber zugegen seid, dann kennt ihr vielleicht meine Vlogs und seht immer mal ein bisschen was vom Moppelhoppelhof oder auch auf Insta nehme ich euch regelmäßig mit, sodass ihr seht, dass das Geld wirklich gut angelegt ist. Und ihr bekommt eben auch was dafür. Ne? Also ich finde das echt eine richtig coole Sache. Ja, liebe Blubber-Family, lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Ist dieses weitere Wanderpaket gerechtfertigt? Ja oder nein? Es gibt nur eine Antwort. Also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, wenn ihr Lust habt, dann gern. Bis zum nächsten Video.